Zur nächsten Branche. Wir sprechen über den Maschinenbau. Der Auftragseingang, also die Auftragslage im Maschinenbau, ist nicht so rosig. Man sinkt im Juli weiter, und zwar real jetzt um 3%. Das Auslandsgeschäft gibt hier am kräftigsten nach. Es geht nämlich um 9% zurück. In Deutschland dagegen steigen die Orders sogar, und zwar um 10%. Laut VDMA, also im Dachverband, ist weiter Skepsis angebracht, dass der Juli bereits den Beginn der lang ersehnten Wende markiert. Im Dreimonatsvergleich sinkt der Bestelleingang um 4%. Und über die Branche spreche ich jetzt mit Ralf Wichers. Er ist der Chefvolkswirt vom VDMA, vom Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Herr Wichers, die Maschinenbauer gelten ja als das Herz der deutschen Wirtschaft. Auftragseingänge aus dem Ausland sind zurückgegangen. In Deutschland dagegen legen sie zu um 10%. Wie schätzen Sie das ein? Nun, wir haben immer wieder größere Ausschläge, sowohl im Inland- wie im Auslandsgeschäft. Im Inland hatten wir zwei schwache Monate. Der Mai und Juni waren jetzt nicht gerade üppig mit Aufträgen. Hier gehen wir davon aus, dass es hier auch Nachholeffekte gegeben hat. Dazu kommt natürlich ein schwacher Vorjahreswert. Der Juli 2012 war nicht besonders gut im Inlandsgeschäft, sodass wir hier einen Zuwachs von 10% erreichen konnten. Zudem waren ja auch die IFO-Geschäftsklimadaten die letzten Monate ganz gut. Wir hoffen natürlich, dass sich das jetzt auch im Inlandsgeschäft niederschlägt. Im Ausland sieht es etwas anders aus. Da haben uns diese minus 9% schon etwas enttäuscht. Das Ausland hatte in den letzten Monaten eigentlich immer wieder das Geschäft stabilisiert. Hier kann man Sondereffekte natürlich auch nicht ausgrenzen. Aber insgesamt, denke ich mir, müssen wir schon schauen, wie die Konjunktur jetzt weiterläuft. Die Kunden aus dem Ausland, halten die sich insgesamt zurück oder kaufen die woanders ein? Also insgesamt haben wir ein leichtes Minus im Auslandsgeschäft. Da muss man allerdings auch berücksichtigen, dass große Brocken, zum Beispiel China, aber auch unser Heimatmarkt in Europa, nicht gut gelaufen sind. Insofern gehen wir natürlich schon davon aus und können das auch an den Exportzahlen sehen, dass es exotischere Märkte gibt, in denen die Maschinenbauer nun Erfolge einholen müssen, um diese Minusraten zu kompensieren. Es läuft ganz gut, zum Beispiel in Argentinien und Chile oder auch in Kanada. In Asien ist es in Malaysia, dass das Geschäft stabilisiert. Also man muss wieder sein Köfferchen packen, um dann die Minusraten aus großen Märkten kompensieren zu können. Die Märkte, die Sie jetzt nannten, waren das jetzt exotische Märkte oder sind das eher angestammte Märkte, wo man einfach nur noch mal kräftiger an die Türen klopfen muss? Also Südamerika ist jetzt nicht der größte Markt für uns. Malaysia ist ein Markt, der schon seit vielen Jahren immer gut läuft. Aber ASEAN hat an Bedeutung gewonnen und wir gehen davon aus, dass Maschinenbauer, die im Augenblick etwas mehr Probleme in China haben, sich dann auf andere asiatische Märkte stürzen. Sie sagten eingangs, das Thema Export, das tut Ihnen doch ein bisschen weh. Sie waren dann enttäuscht, hatten Sie gesagt, dass der Rückgang so stark war. Inland hatten Sie ja gesagt, im Prinzip gab es da Nachholeffekte. Jetzt das große gesamte Bild. Die Konjunktur in Deutschland gilt ja als durchaus stabil. Machen Sie sich trotzdem Sorgen? Ja, generell haben wir uns ja auch ganz gut geschlagen. Wir hatten im letzten Jahr im Maschinenbau noch einen leichten Zuwachs als eine von wenigen Industriebranchen, ein Plus von etwas mehr als 1%. Insofern, wir gehen fürs laufende Jahr von einem Minus von 1% aus. Auch das ist moderat in einer doch sehr zyklischen Industrie wie der Investitionsgüterindustrie, dem Maschinenbau. Wir hatten einen schwachen Anfangsstart, ein schwaches erstes Quartal. Das zweite Quartal ist etwas besser gelaufen. Wir gehen schon davon aus, dass im Laufe des Jahres das Geschäft anzieht. Aber es gibt noch keine klare Richtung im Augenblick aus den Auftragseingängen. Das Ganze dauert wohl etwas länger und wir brauchen noch stärkere Signale, damit wir dann auch wieder auf den Wachstumsprozess einschwenken können. Zieht das Label Made in Germany nach wie vor? Da bin ich mir sicher, deutsche Maschinen werden weltweit sehr geschätzt. Wir sind im High-Quality-Bereich tätig und viele Unternehmen gehen auch in den mittleren Bereich, gerade weil sie in sich entwickelnden Ländern natürlich mit der Höchstqualität nicht unbedingt diese Volumina verwirklichen können, wie sie es im mittleren Segment können. Sie gehen natürlich auch ins Ausland mit eigenen Produktionen, mit Service, teilweise sogar mit Forschung und Entwicklung, um den Weltmarkt abzugrasen mit ihren Produkten und da sind wir sehr zuversichtlich. Der Chefvolkswirt des VDMA, Ralf Wichers, heute im Interview zu den jüngsten Zahlen des VDMA. Vielen Dank.